Die Erdölgeschichte ist die spannendste wirtschaftliche Geschichte im Energiebereich. Ruben, herzlich willkommen in unserem Studio. Danke. Wir beginnen die Diskussion mit der Erläuterung der Energiewirtschaft im Allgemeinen. Würden Sie bitte den aktuellen Stand beschreiben? Die versprochene Zunahme erneuerbarer Energiewirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten nicht stattgefunden. Aber offensichtlich gewinnen erneuerbare Energien an Bedeutung, obwohl sie nur noch 3 bis 4% des globalen Energieverbrauchs repräsentieren. Im letzten Jahr wurde ein Drittel der Zunahme des Energieverbrauchs durch erneuerbare Energien sichergestellt. Gleichzeitig ging der Verbrauch von Kohle zurück. Die Bedeutung dieses Brennstoffes nimmt ab. Diese Trends reflektieren zwei wichtige Strukturänderungen in der Energiewirtschaft. Die niedrigen Ölpreise trugen im letzten Jahr zu einer schnelleren Zunahme des Ölverbrauchs im Vergleich zu Erdgas, welches in der internationalen Gemeinschaft als reinste Kohlenwasserstoffenergie gilt und aus diesem Grunde als Übergangsenergiequelle angesehen wird. Eine Kombination von besseren Produktions- und Verbrauchsverfahren von herkömmlichen Kohlenwasserstoffen und technologischer Fortschritt von deren Anwendung, beispielsweise Elektroautos, intelligente Häuser und Ähnliches, werden zur Verminderung des Energieverbrauchs je Einheit des Nationaleinkommens beitragen. Bei der Analyse der globalen Energiewirtschaft führt kein Weg an Erdöl vorbei. Könnten Sie bitte die Preisentwicklung von Erdöl in diesem Jahr und deren Auswirkung auf die weltweite Energiewirtschaft kurz zusammenfassen? Die Erdölgeschichte ist die spannendste wirtschaftliche Geschichte im Energiebereich. Hier sehen wir die Preisentwicklung von Erdöl ab 1960 unter verschiedenen Preisregimes. Der flache Abschnitt von 1960 bis 1973 entspricht der Zeit, als die Ölpreise vom sogenannten Siebenschwestern-Kartell festgelegt wurden. Dann fand die OPEC-Revolution statt. 1986 traf die OPEC eine historische Entscheidung, ihre Rolle als Produktionsmanager aufzugeben. 1986 kollabierten die Ölpreise zum ersten Mal und dasselbe wiederholte sich im Jahr 2014, als die OPEC ihre Rolle aufgab und der Rohölpreis von 100 auf 50 Dollar abstürzte. Der Erdölmarkt wurde zu einem Weltmarkt, wo Preise am Termingeschäftmarkt festgelegt werden. Die Benchmarks sind die wichtigsten Bezugspreise, auf deren Basis alle Erdölpreise festgelegt werden. Diese Preise sind volatil und unbeständig und die Preisrisikosteuerungsverfahren im Termingeschäft helfen den Tradern und den Ölerzeugern, Erdöl von Gewinnungsort zum Verbrauchsort zu bewegen. Als die OPEC-Staaten die Strategie der Preissteuerung durch Liefermanagement aufgaben, stürzte der Ölpreis wieder von 100 Dollar auf 50 Dollar. Und nun schweben die Preise um die 50-Dollar-Mark. Meine Prognose geht davon aus, dass die Investitionen nach dem Preissturz auch drastisch zurückgingen und nicht mehr ausreichen. Deshalb kann in Mittelfrist durch die zunehmende Nachfrage der wachsenden Weltwirtschaft, durch das Bevölkerungswachstum und das beschleunigte Wachstum der asiatischen Schwellenwirtschaften, wird eine Diskrepanz zwischen Nachfrage und Angebot
Angebot entstehen. Das knappe Angebot wird zu einem Preisaufschwung führen. Da wir jetzt in der Schweiz in Genf sind, wie schätzen Sie die künftige Entwicklung der Energiewirtschaft und der Ölpreise in der Schweiz ein? Die Schweiz ist ein wichtiger globaler Marktplatz für den Rohstoffhandel. Energiehändler wie Vitol, Mercuria, Trafigura haben ihren tatsächlichen Sitz in Genf. Sie arbeiten von hier aus und bewegen die Rohölströme durch die ganze Welt. Hier haben sie Zugang zu Commodity Finance, zu vielen Anwälten, Logistikdienstleistern und anderen Interessenten und Beteiligten. Industrie, Behörden und Zivilgesellschaft müssen miteinander pragmatisch und informativ kommunizieren. Vor kurzem habe ich in der Zeitung Tribune de Genève einen Artikel über Paradiespapiere gelesen, wo die große Nichtstaatliche Organisation Public Eye, die früher als Bear Declaration bekannt war, an den Geschäftsverfahren einiger Händler scharfe Kritik übt, während Kritik seitens der Zivilgesellschaft für die Vervollkommnung der Industrie sehr wichtig ist, ist auch die Industrie berechtigt, auf die Kritik zu antworten, falls die vorgeworfene Information nicht stimmig ist. So hat Public Eye in der Tribune de Genève den Konzern Vitol wegen seiner verdächtigen Transaktionen in Nigeria kritisiert. Vitol erwiderte durch die Presse, dass die Information nicht stimmt. Und wenn ich auf die Webseite von Public Eye ging, so entdeckte ich, dass die entsprechende Kritik auch von der Webseite entfernt wurde. Es ist ein gutes Zeichen. Es war ein pragmatischer Schritt. Die Organisation gibt ihre Prinzipien nicht auf. Aber wenn sie sich irrt, gibt sie es zu. Dasselbe betrifft die Industrie. Weil sich die Industrie irrt, muss sie es zugeben und sich verbessern. So wird sich die Industrieleistung verbessern. Die Vorschriften der Schweizer Behörden müssen mit den Vorschriften großer Rohstoff- und Energiehandelszentren wie Großbritannien und die USA konsistent sein. Solche Konsistenz wird Betriebskosten der Industrie reduzieren. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und den Ideenaustausch. Ganz meinerseits. Das war's von uns aus dem Genfer Studio. Aber wir möchten wissen, wie Sie das Interview finden und freuen uns auf Ihre Likes und Kommentare auf dogascope.tv.